Das Wetter zu kalt zum Fahrradfahren oder es regnet mal wieder. Naja, was macht man denn dann? Ja, zum Beispiel kann man sowas hier benutzen. Kein Karton, sondern einen kleinen Fahrrad-Heimtrainer, der hier drin steckt. Den packe ich jetzt mal hier mit euch zusammen aus und dann werden wir das Teil mal zusammen testen. Hier sieht man schon, wie es nachher aussehen wird, das Mini-Cycle. Mit ja, Exercise-Computer, also mit einem Computer, der euch dann durch die Trainingsprogramme durchmanövrieren wird irgendwie. Ich bin mal echt gespannt. Und was haben wir denn hier noch in der Packung drin? Das sieht aus wie, ja, ich glaube, das hier sind die Fußpedale. Ja, das werden die Fußpedale sein. Dann haben wir hier noch, hui, Werkzeug, und zwar noch ein Schraubenschlüssel, Imbus und ein paar Schrauben. Und als nächstes kann ich, glaube ich, schon hier das ganze Teil rausheben. So, und da hätten wir schon mal das Hauptteil, aber ihr merkt schon, hier ist alles ein bisschen zu eng für mich eigentlich. Also hier für die Packung. Da haben wir noch was drin. Ja, das ist wohl, das sind die Standfüße dazu. Okay, und dann packen wir mal zu Ende aus. Also das hier werden die Standfüße sein mit Gummiunterschicht, genau, damit das Teil hier einen stabilen Stand hat. Einmal ein breiter, einmal ein schmaler, einmal vorne und hinten, denke ich mal. Und dann haben wir hier den eigentlichen Heimtrainer nochmal schön in Folie natürlich, wie sich das ja so gehört. Und so sieht das Teilchen dann aus. Ist ja gefühlt erstmal ein relativer Plastikbomber. Hier sieht man schon, der Computer ist sogar schon an und will irgendwas von mir, keine Ahnung. Aber ich mache jetzt hier erstmal die Standfüße drunter und dann steht das Gerätchen schon mal etwas sicherer. Und diese Standfüße, dafür sind die Schrauben, denke ich, gedacht. Die muss man von unten nochmal festschrauben und dann kommen noch die Pedale an die Seite. Und hier steht das Gerät jetzt fertig zusammengebaut vor mir. Ihr seht hier, die Pedale sind angebracht. Die haben ja auch eine Schlaufe, wo man den Fuß reinstellen kann. Das ist schon mal, ja, ganz nett soweit. Natürlich das Ganze auf beiden Seiten. Hier haben wir unseren Bordcomputer, wenn man das so nennen kann. Hier kann man verschiedene Modi durchschalten. Was einem angezeigt wird, sage ich euch gleich nochmal genau. Wenn ich es mal zur Seite drehe, seht ihr, alles aus Kunststoff gefertigt. Und ja, wirkt jetzt auch nicht besonders hochwertig. Und die Unterseite habe ich, wie gesagt, hier unten verschraubt mit den beiden Schrauben, dass hier die Standfüße, die hier gummiert sind, auch einen festen und hoffentlich soliden Stand haben. So, aber jetzt heißt es einmal locker machen und ja, ausprobieren. Ach, übrigens, hier unten kann man den Widerstand einstellen an dem Rad, wie leicht sich eben die Pedale hier drehen lassen. So, und dann lege ich jetzt mal los, mal schauen. Mit Schuhen komme ich hier schon mal nicht rein. Also Schuhgröße 46 ist für die Schlaufen hier schon mal zu groß. Aber kein Problem, man kann es ja auch so benutzen. Also einmal aufgesessen und dann kann es losgehen. Und ja, ich trete und trete und man hört ein leicht schleifendes Geräusch. Und ich bekomme hier unten irgendeine Anzeige angezeigt. Man kann da durchschalten. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euch die Zeit, die Umdrehungen anzuschauen. Also die Umdrehungen, die ihr in einer Session jetzt gemacht habt. Oder die kompletten Umdrehungen, die ihr jeweils hier drauf gemacht habt. Und ihr könnt euch sogar die Kalorienverbrennungen anzeigen lassen. Wobei man hier nirgendwo Gewicht, Größe und sowas angeben kann. Also wie gut das dann wirklich ist mit der Anzeige, mit den Kalorien, wage ich ja mal zu bezweifeln. So, also, ihr seht aber schon, während ich hier am Treten bin, ja, das Teil hat sich schon etwas verschoben. Ich muss es mal wieder hier gerade rücken, damit es auch wirklich gerade vor mir steht. Und dann kann es weitergehen. Und ja, der Widerstand, der ist sehr, sehr gering jetzt hier im Moment bei mir. Also würde ich sagen, stelle ich den mal etwas höher ein. Ich drehe hier unten am Rad nach rechts, dann sollte der Widerstand sich noch etwas erhöhen. Und probieren wir es jetzt mal aus. Ja, doch, ja, ist schon größer der Widerstand. Was man aber deutlich hört, ich schalte mal hier eben durch, es gibt hier noch so einen Scan-Modus.
muss mal schauen, dass ich den habe. So, dann werden nämlich alle Daten mal im Wechsel angezeigt, die es hier so gibt. Und was ich sagen wollte, was man hier schon deutlich hört, ist ja der Widerstand, wie der eingestellt wird. Ich denke, da wird irgendwas drauf gedrückt, was schleift. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal etwas genauer an. Ich gebe noch mal kurz Gas und das Teil verrutscht schon wieder bei mir. Also der Stand, der könnte noch etwas verbessert werden. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie der Mechanismus hier für den Widerstand, der hier unten eingestellt wird, funktioniert. Und dafür nimmt man hier den kleinen Bordcomputer einfach mal raus. Den kann man hier einfach rausziehen. Und dann hat man das Teil hier direkt in der Hand. Auf der Rückseite sieht man auch, ist so eine 3-fach-A-Batterie. Also wenn die mal leer ist, hier einfach auswechseln. Und hier unten sehen wir dann den eigentlichen Mechanismus. Also wenn hier, ich muss mal den Widerstand reduzieren, wenn hier dran gedreht wird, wird der Widerstand dadurch erzeugt, dass hier oben dieses Nylonband hier über diese Scheibe geschliffen wird. Und je nachdem, wie stark gespannt dieses Nylonband ist, ja, dementsprechend wird dann eben der Widerstand eingestellt. Also einfach nur hiermit das Nylonband entsprechend spannen. Und wenn man dann tritt, dann wird eben hier dieses Nylonband darüber geschleift. Ich hoffe, man kann so etwas sehen, dass es nicht allzu verwackelt ist. Also ein sehr, sehr einfacher Mechanismus, mit dem man dann hier seine Trainingssessions abhalten kann, wenn draußen das Wetter mal wieder schlechter wird. Oder wenn man gar kein Fahrrad hat. So, denn billiger wie ein Fahrrad ist das Teil hier auf jeden Fall. Kostet, ich glaube, 35 Euro. Und tja, mein Testfazit dazu ist, diese 35 Euro kann man sich eigentlich sparen. Also ich finde es jetzt nicht so toll, wenn ich ganz ehrlich bin. Es fühlt sich relativ billig an. Es verschiebt zumindest hier auf meinem glatten Boden immer wieder. Vielleicht ist das auf einem Teppichboden besser. Aber die 35 Euro, die würde ich in was anderes investieren. Falls ihr das trotzdem mal selbst ausprobieren wollt, noch, ich verlinke euch das Teil natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch den Heimfahrradtrainer gerne mal selbst anschauen. Das soll es aber gewesen sein von meiner Seite aus. Danke fürs Zusehen und ich gehe jetzt noch ein bisschen richtig Fahrrad fahren. Macht's gut! Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi Apple Cat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.